heute einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag. Ich filme heute zum ersten Mal mit meiner neuen Kamera. Ich hoffe, man kann den Unterschied spüren. Ich habe die Vierachs-Baggerbrücke dran. Muss ich jetzt noch kurz raus, zusammenschieben wieder und dann fahre ich nach Mutterstadt und dort holen wir unseren KMC. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und bis später. LKW-Dach gesehen eben. Gut, wenn wir reinfahren können, heißt das auch, dass wir in aller Ruhe laden können. Zusammengefahren. Ein Hitachi KMC 400. Staub, aber der Rest ist blitzeblank. So, 8:25 Uhr. Den Bagger geladen. Diesen Bagger fahre ich eigentlich gerne. Wenig Gewicht vorne.
viel Gewicht hinten. Ach. So, mal gucken, ob ich hier rauskomme. Hier draußen. Muss ich noch rausfahren. Gegen Landau noch eine Autobahn. Sind wir ja wenigstens angemeldet. Das ist dann schon mal. Dann könnte er auch die Genehmigung noch bekommen. Weil ich weiß aber komisch. Genehmigung. Oder das.
Bremse. Schon ziemlich stehen bleiben müssen, ne? Ich werde da schon ziemlich stehen bleiben müssen. So, es ist jetzt 15.50 Uhr. Ich war kurz in der Werkstatt. An meinen Dreieckslenkern sind wie viele Schrauben sind dran? So 4, 6. Auf jeden Fall sind zwei Schrauben an dem Dreieckslenker abgerissen gewesen, habe ich eben beim Umsatteln gesehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Rampentieflader dranhängen und fahre mit dem Rampentieflader fahre ich nochmal nach Kaiserslautern auf den Zack, auf die Mülldeponie ist das und da hole ich eine Siebanlage für die Firma Remex. So, 16.45 Uhr. Laden. War alles in allem ein recht ruhiger Montag. Alles. Der Fahrer kommt schon gerannt. Da. So,
geladen. Und jetzt fahren wir hier Merzig aus. Runter nach Mutterstadt.
dein Ernst, oder? Und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Ach Quatsch, Mittwoch. Ich wollte, es wäre Freitag. Bin hier wieder in Mutterstadt. Gestern Abend noch den Bagger hierher gefahren. Beim Abladen ist dann ein Hydraulikschlauch geplatzt. Ich habe den LKW hier stehen lassen und den Schlauch ausgebaut. Bin dann mit dem Baggerfahrer nach Hause gefahren. Und heute Morgen dann den Schlauch eingebaut, den Bagger endlich abgeladen. Und jetzt fahre ich wieder nach Hause in die Werkstatt. Ah, ich habe hier übrigens den Merlo, die Merlo Teleskop, den Teleskoplader habe ich übrigens geladen. Der geht von hier von der Baustelle mit nach Hause. Ja, ganz so schlimm war es dann nicht. Ich habe dann später noch einen Traktor geladen. Der ging nach Petersberg, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Wie immer über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.